Ja, und dann sage ich an der Stelle nochmal Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectator ist einem weiteren Teil von Let's Play Total War Rome 2 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir spielen Karthago. Und im letzten Teil hatten wir die historischen Hintergrundinformationen auch ganz am Anfang des Parts. Und wir machen das auch jetzt nochmal so, weil jetzt gerade vom Strategie-Ecke, nochmal vielen Dank an deine Ecke, ein Raid rüberkam. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Für alle, die meinen Kanal noch nicht kennen, ich spiele ja historische Strategiespiele bevorzugterweise und sage auch immer was zur Geschichte. Wir sprechen heute ganz kurz noch über die Bachkiden, die Dynastie, die wir hier spielen. Und ich überlege gerade, ja, so ein bisschen verwirrt war ich. Also wir spielen hier, wir starten ja im Jahr 272 vor Christus. Und zu dem Zeitpunkt muss man ja sagen, das ist ja eigentlich noch vor dem Ersten Punischen Krieg, ne? 264, 241, das ist so nach dieser Niederlage, das ist ja eigentlich so die Zeit, wo die Barkiden wirklich einflussreich werden. Wir haben hier das typische Amt für Karthago, der Sufet, der einer der beiden, in Anführungszeichen, Könige, die Karthago hatte. Karthago sollte ja so ein Doppelkonsulat sozusagen haben, eine Doppelspitze, die einer Versammlung von Adligen und Händlern, vor allen Dingen dem Senat eben vorstand, gewählt wurden, die von einer, also der Senat ernannte diese Sufeten, und der Senat selber wurde wohl gewählt von einer Art Volksversammlung. Ähnlich wie wir das aus anderen Polleis eben auch kennen. Fragt mich bitte jetzt nicht nach dem karthagischen Bürgerrecht. Da bin ich jetzt überfragt. Da weiß ich nicht, wie das funktionierte. Auf jeden Fall war es aber so, dass diese Exekutive der Sufeten eigentlich zu der Zeit auf jeden Fall von Hamilkar Barkas so angeführt wurde. Hamilkar Barkas hat in dem Senat durchgesetzt, dass sich Karthago auf ein Experiment einließ, was noch nicht so ganz, dessen Auswirkungen noch nicht so ganz vorhersehbar waren, nämlich die Erwerbung von Kolonien in Hispanien oder Hispania, Spanien, ja? Die Karthager kannten das Gebiet, sie hatten dort schon nennenswerte Kolonien errichtet. Cadiz zum Beispiel eben war schon eine. Neu-Karthago, eine weitere Gründung, die auf Karthago eben zurückgeht. Und wir dürfen allerdings nicht vergessen, diese Kolonien standen natürlich in einer Handels- und vielleicht auch Bündnisbeziehung zu ihrer Heimatpolis, nämlich Karthago selbst eben. Und ich war dann so ein bisschen verwirrt, weil wir eben Hannibal spielen, ja, den Sohn von Hamilkar. Hamilkar hatte drei Söhne, Hannibal, Hasdrubal und Mago. Und die haben wir auch alle irgendwie hier. Hanno gibt es auch noch, aber ich glaube, Hanno war keiner der Barkiden, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und die Kolonisation in Spanien war unter mehreren Gesichtspunkten gewinnbringend. Denn in Spanien gab es Silbervorkommen, die man ausbeuten konnte. Und vor allen Dingen war es für die karthagischen Kaufleute wichtig, die relevanten Häfen an der Mittelmeerküste zu besitzen. Wir haben das ja hier dadurch repräsentiert, dass wir hier immer so Städte haben, ja, größere Städte, die dann zu einer Provinz zusammengefasst sind. Und bei den Karthagern war es ja so, auch ähnlich wie bei den griechischen Kolonisationen, das waren alles Polleis, die hier so aufgepflanzt wurden, ja, so entlang der Küste, und die aber eben zu Beziehungen mit der Mutterkolonie eben standen. Für die Karthager ergaben sich hier wichtige Handelsrouten. Die anderen Kolonien haben wir jetzt hier übrigens gar nicht. Die Karthager hatten auch kleinere Stützpunkte hier. Insbesondere mit dem Heimatgebiet aus Tyros trieb man noch Handel. Und gerade so konnte man sehr lange Handelsrouten unterhalten. Die Karthager traten da nicht nur als Händler, sondern eben teilweise auch als Piraten auf. Piraterie war ja damals ein sehr lukratives Geschäft. Insbesondere dann, wenn man Sklaven brauchte. Das war dann übrigens auch so eines der wichtigsten Handelsgüter. Besonders begehrt natürlich die Purpurschnecke,
die man verwendet hat, um die Textilien einzufärben. Sehr kostbarer Farbstoff in der damaligen Zeit. Unfassbar teuer. Und der Name Phönizia, den man den Karthagern gegeben hat, ich habe es ja zu Anfang des Let's Plays schon gesagt, das ist keine Eigenbezeichnung, sondern die geht auf Homer zurück und bedeutet so viel wie lilafarbene Männer oder purpurfarbene Männer. Was eben auf diesen Handel mit den Purpurschnecken zurückzuführen ist. Die Karthager standen schon relativ früh auch in Handelsbeziehungen mit den Ägyptern. Lange Zeit wurden sie von den Ägyptern mehr oder weniger als Vasallen betrachtet, die Tributleistungen zu entrichten hatten. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass die Ägypter ein sehr einflussreiches Königreich eben dort etabliert hatten, nachdem Ober- und Unterägypten eben ja schon längst zusammengeschlossen waren. Und Hamilkar Barkas, dessen Name ja so viel bedeutet wie der Bruder Melkarts, bedeutet so viel wie Blitz. Bruder Melkarts, der Blitz. Der war bereits als Feldherr im ersten Punischen Krieg in Erscheinung getreten. Also ähnlich wie unser erster Punischer Krieg ja hier im Jahr 265 vor Christus ja jetzt auch läuft. Ein Jahr haben wir übrigens noch, ein Jahr haben wir noch Zeit. Der hatte bereits ein Oberkommando in Sizilien und war dort sehr erfolgreich gewesen. Hamilkar hat ein großes libysches Söldnerkontingent befehligt und hat mit einer Taktik, mit der er versucht hat, den Römern nicht nur immer wieder so aus dem Weg zu gehen, aber auch, so eine Plänkeltaktik vielleicht, hat er ganz gute Erfahrungen gemacht. Damals schon für die Karthager wichtig, eine schnelle Kavallerie, die ja insbesondere dann auch die Nachfolger Hamilkars eben eingesetzt haben. Oh, da hat übrigens der Elbe Coaster nochmal 500 Römerhelme in den Topf geworfen. Da muss ich nochmal Haltung annehmen. Und Hamilkar hatte aber ein großes Problem, nämlich nach der Schlacht von den Ägatischen Inseln, das ist ungefähr hier, die Römer gewonnen haben, wurde Hamilkar vom Nachschub abgeschnitten und konnte sein Söldnerheer nicht mehr versorgen. Er musste zurückgerufen werden und musste dann tatsächlich, ohne irgendwie auch nur eine Schlacht verloren zu haben, musste er dann trotzdem diesen Frieden mit den Römern schließen. Hinhaltetaktik hat er relativ, ich glaube, es ist eine Hinhaltetaktik gewesen, die er ausgeübt hat. Der Nachschub fehlte und es wird immer wieder auch erwähnt, die Römer hätten diese Schlacht durch den Einsatz eines Corvus gewonnen. Das ist so ein bisschen, kritisch, ob die Römer tatsächlich diesen Corvus da eben eingesetzt haben, diesen Haken, mit dem die anderen Schiffe geentert haben. Aber sie haben es wohl geschafft, karthagische Schiffe zu erbeuten, die dann selber nochmal studiert und auch eingesetzt worden sein sollen. Das bahnte so ein bisschen den Weg für den Sieg bei den Ägatischen Inseln. Hamilkar, wie gesagt, eigentlich ohne eine Niederlage musste wieder zurückbeordert werden, musste diesen Frieden schließen und noch viel schlimmer, er musste sein komplettes Söldnerheer entlassen. Und dieses Söldnerheer, das machte sich dann, und das ist etwas, das haben wir durch die ganze Geschichte eigentlich durch. Söldner braucht man immer dann, wenn man natürlich nicht genügend eigene Truppen hatte. Das gilt insbesondere für so eine Polis wie Karthago, die natürlich nur einen gewissen Anteil an eigenen waffenfähigen Bürgern rekrutieren kann, aber die dann vor allen Dingen gegen so ein großes Bündnissystem wie das der Römer eben antreten muss, das vor allen Dingen mit vielen Truppen von Bundesgenossen aufwartet. Das können die Karthager nicht selber stemmen. Sie kaufen sich also Söldner. Sie sind ja finanziell erfolgreich, kaufen sich Söldner. Können die dann aber nicht mehr bezahlen. Die müssen entlassen werden. Das ist auch eine Verpflichtung, die mit dem Friedensvertrag eben von auf Druck Roms eben mit einhergeht. Und diese ganzen Söldner werden entlassen, machen sich selbstständig und fangen an, karthagische Städte zu plündern und Ähnliches. Bringen vor allen Dingen auch andere libysche verbündete Städte zum Abfall und bedrohen die. Und es kommt zu einem Söldnerkrieg, der von 241 bis 238 dauert. Und wieder einmal brauchen die Karthager einen fähigen General, der diesen Söldnerkrieg
zugunsten von Karthago auflösen soll. Und wer muss es machen? Es muss natürlich der Hamilkar Barkas machen. Und dann kommt es zu dieser paradoxen Situation, dass der Hamilkar Barkas die eigenen Soldaten, die er jahrelang gegen die Römer zu Felde geführt hat und effektiv eingesetzt hat, die er vielleicht sogar irgendwie auch kannte, dass er die dann selbst niederringen muss, um diesen Bürgerkrieg bzw. Söldnerkrieg zu verhindern. Bürgerkrieg ist es ja nicht, es ist eigentlich ein Söldnerkrieg. Was ihm tatsächlich auch gelingt, es wird in der Forschung immer wieder auch mal so erwähnt, dass dieser Söldnerkrieg wahrscheinlich noch gravierendere Auswirkungen hatte als der Krieg gegen die Römer. Denn der Krieg mit den Römern, den konnte man irgendwann so mehr oder weniger beenden, wohingegen man den Krieg mit den Söldnern nicht so leicht beenden konnte, denn wohingegen die Römer ja von einer von zwei Konsuln eben angeführt wurden, hatten diese Söldnerheere verschiedene Anführer und waren klein und zerstreut und konnten nicht so einfach besiegt werden. Naja, also das ist einfach eine große Schwierigkeit, mit der sich Hamilkar eben rumärgern musste. Was heißt rumärgern musste? Er musste Karthago vor dem sicheren Untergang eben retten. Ja. Letzter Punkt noch dazu. Es ist immer wieder auch gefragt worden in der Forschung, ob man vielleicht mit den Bakiden eine Dynastie hat, die vielleicht vorhatte, sich selbstständig zu machen. Nämlich diese Unternehmungen in Spanien hatten ja für derjenige, der diese Unternehmungen anleitet, den Vorteil, er ist relativ weit weg von der Heimatkolonie bzw. von der Hauptstadt. Und er kann sich dort fern der Hauptstadt eine eigene Machtbasis aufbauen. Jetzt ist es tatsächlich auch so, dass der Hasdrubal, das ist der Schwiegersohn von Hamilkar, dass der sogar Münzen prägen lässt. Ah nee, ist der Sohn von Hamilkar. Der Hasdrubal tritt auch die Nachfolge von Hamilkar an. Auch in Spanien und lässt dort Münzen schlagen. Und wenn, wir wissen ja, wenn einer, guten Abend Marzipan-Biber, grüß dich. Wenn einer Münzen schlagen lässt, ist das so die gewisse antike Form der Propaganda, ja, um natürlich auch sich eine antike PR-Aktion, um sich Bekanntheit zu verschaffen. Und es könnte also durchaus sein, dass die Bakiden Absichten hatten, sich dort eine eigene Machtbasis eben in Hispania bzw. Neu-Karthago eben aufzubauen. Interessant ist eben auch, dass Hamilkar auf diesen Münzen mit Königsdiadem gezeigt wird. Könnte also was dran gewesen sein. Hat aber auf jeden Fall nicht funktioniert. Die Römer sind dem Ganzen etwas zuvor gekommen. Und hallo! Die Römer, mit denen haben wir es ja hier auch zu tun, nicht wahr? Genau, du plünderst hier bitte oder du hungerst die weiter aus. Wir rekrutieren hier nichts mehr. Aber du hast noch eine Fähigkeit bekommen. Das hätte ich eigentlich gerne, das geht hier aber nicht. Aber hiermit machst du mir die Armee nochmal billiger. Das ist wichtig, sonst gehen wir nämlich noch pleite. Möge Hermes eure Annahme beschleunigen. Mein Volk ist mit diesem Angebot schon äußerst großzügig. Naja, ich könnte sie auch nächste Runde einfach erobern, ne? Aber ich habe nichts davon. Naja, er will hier angreifen. Das ist Bürgerk und Tarantina. Rückzug! Zieh du dich mal zurück, dann können wir die Stadt leichter einnehmen. Ja, machen wir ruhig. Rückzug! Vorräte werden gesammelt, mein Herr. Ich bitte euch ehrerbietig, darüber nachzudenken, eure Märkte für unsere Händler zu öffnen. So ja, das weiß ich nicht genau. Aber wir machen das mal.
In Magna Graecia gibt es noch eine Rebellion. Das meinst du ja nicht ernst, ne? Bereit zum Kampf. Sie sollen unserer Stärke niederkauern. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Ich lebe, um den mächtigen Karthago zu dienen, mein Herr. Bereit zum Kampf. Ich habe nicht geguckt, ob da ein Elendsviertel vorher drin ist. Oh Gott, du meinst es nicht ernst, ne? Ich muss jetzt nochmal 500... Oh. Ich erwarte eure Befehle. Ich erwarte eure Befehle. Ich spreche im Namen Karthagos auf. Bereit zum Kampf. Ich würde vor Karthago meilenweit reisen. Alle Menschen müssen dienen. So, gleich kommen die Römer hier oben. Minus 5 Nahrung, perfekt. Gepriesen sei Baal-Hamon, mein Herr. Obwohl, warte mal, bau da mal nix rein. Wie kann ich Karthago dienen? Bau da mal nix rein. Wir können das eh nicht halten. Wir bauen da gar nichts rein in die Stadt da. Sinnlos. Das holen wir uns lieber nochmal neu zurück. Ja. Okay, was brauchen wir? Libysche Peltasten oder karthagische Kavallerie? Ermögliche Rekrutierung von. Na, wenn dann die Hoplitenkaserne, ne? Ich glaube, von den Peltasten haben wir eher was. Unterhaltskosten 90. Kosten 70, kosten 20 mehr. Nicht wirklich teuer, ne? Ja, das Nahrung klauen ist in der Tat sehr stark bei den Spionen. Die karthagische Kavallerie ist halt einfach nicht wirklich gut. Diszipliniert, verstecken im Wald, Hitzeresistenz, sie ist halt schnell, ne? Guter Angriff, durchschnittliche Abwehr, geringer Schaden, aber durchschnittlicher Rüstungsdurchschlag, durchschnittliche Moral. Ne? Hitzeresistent, diszipliniert, verstecken im Wald. Und als Kosten 120. Eine Kavallerie braucht man aber. Irgendwann braucht man eine Kavallerie. Ah, warte mal, du könntest. Eine Sache können wir trotzdem mal ganz kurz nachgucken. Und zwar, wie viel Munition haben die? 7. Wie viel Munition haben die? 7, ne? Ja, auch 7, ist egal dann. Dann nehmen wir die Kavallerie mit. Cosentia können wir das Ding nachher immer noch bauen. Brauchen wir jetzt noch nicht. Okay. Ich muss noch den anderen Typen wieder aufstellen, oder? Ah ne, der hat überlebt, ne? Der hatte überlebt, genau. Hannibal hat nun Skill. Du
brauchst Autorität. Nochmal plus 2, weil ich will den anderen Typen adoptieren. Sauber. Den kann ich nämlich jetzt befördern. Das macht die günstiger. Und dann kannst du direkt nochmal heiraten. Super. Okay, perfekt. Perfekt. Meine harte Arbeit. Wo? Hinterhalt. Uff, echt jetzt? Ich konnte... Guck mal, er hat alle Söldner rekrutiert. Was greift er jetzt an? Die Stadt. So, was hat er da jetzt? Tureas-Speere sind das? Zwei Stück. Aha. Wir haben halt noch einen Plänkler und einen Elefanten dabei. Nur zwei Hopliten. Naja, wir gucken mal trotzdem, ne? Ja, das ist so unverschämt, dass die KI halt einfach so immer so rotzfrech, so zack, alle Söldner, ne? Und dann bam. Und dann wüten sie richtig, ne? Dann wüten sie richtig. Dann wüten sie richtig. Zu euren Diensten! Wie ihr wünscht. Mob! Mob! So, okay. Den Mob stellen wir den... Den brauchen wir eigentlich nicht, ne? Der kann ja auch nichts. Der macht am besten wirklich den. Der macht am besten wirklich Meat Shield, ne? Nahkampfinfanterie bereit! Nahkampfinfanterie nennt sich das? Das meinst du nicht ernst? Bereit. Pass auf, dann stell den wenigstens so hin. Dann kann der nämlich so tun, als würde der irgendwas aufhalten und die Speere können in den Rücken werfen. Mach mal so. Oh ja, die hätte ich vielleicht mal ein bisschen näher ranholen sollen, ne? Ist jetzt egal. Ja. Wobei, könnte sich vielleicht sogar tatsächlich noch lohnen. Mach mal hier. Gib alles, Jung. Zu schnell. Die Bürgerkavallerie ist zu schnell. Fahr hier drum rum. Warte. Ruder ins Wasser! Genau. Ruder mal ins Wasser. Mal gucken, wo die Bürgerkavallerie lang fährt. Wir bleiben mal hier. Möge Baal-Khamon uns Kraft geben! Unterstützungsschiffe bereit! Speerträger! Doppelte Geschwindigkeit! Speerträger! Wir verdunkeln den Himmel! Und? Schmeiß mal. Wache! Geh vom Bord! Wir sind zielsicher! Bereit! Ab vorwärts! Auf meinen Befehl! Rückzug! Speer bringen! Schaltet an! Sucht euch eure Ziele!
hat uns gesegnet. Mom, Virtus! Für immer treu! Oh, wow, 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 warte mal, du hast die falsche Einheit ausgewählt, Junge. Für immer treu! Wie ihr wünscht, das verstehen wir! Hopp, Nieten! Für immer treu! Baal haben uns dort! Wie lauten eure Befehle? Speerträger! Warte, Befehle! Wir verdunkeln den Himmel! Mann! Ja, da habe ich jetzt einen schönen Mist gebaut hier. Ne? Doppelte Geschwindigkeit! Geschosse zu euren Diensten! Doppelte Geschwindigkeit! Nach Kampfinfanterie bereit! Hoffnieten bereit! Aua. Zurück, zurück! Zieht euch zurück! Zu euren Diensten! Wir müssen warten, bis sie keine Munition mehr haben. Geschossinfanterie bereit! Nach Kampfinfanterie bereit! Löst euch vom Feind! Speerschläge! Anhalten, Männer! Der steht da gut rum, ne? Rückzug!
Alter. Keine Chance. Elefanten für den Kampf bereit. Schussinfanterie. Hau da ab, ey. Alter, da rennt er in die Toreos-Speere rein. Was ist denn los mit dir? Guck mal, wie der wegstirbt. Übel. Muss er nichts machen. Guck mal, wie der den killt. Wie geil das ist, Alter. So krass. Heftig, ne? Guck dir das mal an. Der hat den pulverisiert mit den Toreos-Speeren. Einfach komplett pulverisiert. Junge, komm, Angriff! Mal drüber trampeln, komm. Die Toreos-Speere haben noch Bock. Durch die eigenen Leute dadurch. Nicht dadurch. Die kommen nicht an so einem Toreos-Fritzen vorbei. Guck's dir an, Alter. Guck's dir an. Okay, jetzt aber. Erschöpft. Warum steht hier im Nahkampf? Wer kämpft denn gegen dich? Da, guck mal. Oh, der hat den Elefanten abgestochen. Wie kaputt ist das denn, ey? Wie kaputt ist das denn? Alter, das ist so krass. Das habe ich ja noch nie erlebt. Der eine Typ killt den Elefanten. Allein der Elefant so, das sehe ich doch nichts. Oh, Leute. Boah, ey, komm. Ey, komm. Komm, ey. Komm, ich habe genug gesehen für heute. Ich habe genug gesehen für heute. Es reicht. Zurückfallen und neu gruppieren! So, wen greifen denn jetzt die Rebellen an? Jo, ist klar. Natürlich greifen sie mich an.
Gut, dass wir den Typen gerade noch adoptiert haben. boah, Alter, das ist mir sowas von egal. Er hat alle getötet. Er hat alle getötet. Sauber. Ach, ja. In Bewegung, mein Herr. Das Überraschungsmoment wird auf unserer Seite sein. Das nennt ihr eine Garnison? Gepriesen sei Balhamon. Wie kann ich Karthago dienen? Ich kann Mob rekrutieren, ha. Seid ihr bereit zu dienen? Ich rekrutiere mal einfach 3 Mob-Einheiten, warum nicht? Wir kämpfen für euch, mein Herr. Fraktion vernichtet, Getula. Schade, ich dachte schon, es wäre eine von meinen. Dafür jetzt die gute Nachricht. Wir sind deutlich stärker geworden, seitdem unsere andere Seite so ein paar Nachfolgeprobleme hat. Adoptiere die mal. Bereit zum Kampf. Naja, okay, gut. Und ich meine, ich habe schon 50% Ermäßigung auf die und bezahle noch 290, ne? Ja. Ah, warte, stopp. Ein Mann hat viele Gesichter. Mehr Nahrung klauen. Ah, Mist, ich muss die generell wieder aufstellen. Habe ich vergessen. Mist. Ey, Tias, ja, es gibt wirklich einen Stream. Das war kein Witz. Aufstand in der Hauptstadt. Keine Ahnung, was ist hier nicht so wild? Oh, ein Sohn wird erwachsen. Wir nennen ihn Reitunfall. Zu euren Diensten. Sie sollen vor unserer Stärke dieser Kauer. Das machen wir gleich. Ich erwarte eure Befehle. Ah ja, guck mal, der wird jetzt gleich Cosentia erobern. Das ist gut, weil er hat keine Nahrung in der Region. Und das Elendsviertel lassen wir da natürlich auch drin. Aber pass auf, mach das hier automatisch. Erwarte eure Befehle. So, das zweite Mal, dass wir Syrakus vernichtet haben. Ich lebe, um dem mächtigen Karthago zu dienen. Ja, den werden wir ersetzen, und zwar... Bumilkar. Nee. Gauda. Nee. Ja. Hanno und Giddens. Mein
Herr. Ich erwarte eure Befehle. So, die haben wir jetzt beide. Dann brauchen wir noch den Gauda und den Tadden. Ne, den Tadden haben wir doch, oder? Ah, ne, den haben wir, glaube ich, oder haben wir den ausgetauscht? Gauda. Mein Herr. Genau. Ich will stündliche Wachgänge. Erfüllt eure Pflicht, Männer. Bereit zum... Ich würde vor Karthago bitte beide auf der gleichen Seite. General Cosentia und Syrakus. Und du heiratest. Noch nicht. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Rückt vor! War das alles, Herr? Wie viel haben wir hier? Okay. Nächste Runde wird in Syrakus unser Gebäude auch fertig. Ja, warte mal, wir sind dann bei minus 99, aber warte mal, wenn der... Nee, das können wir so nicht machen. An die Arbeit, Männer! Ein nobles Vorhaben benötigt noble Männer. Die sind günstiger. Wie kann ich Karthago dienen? Nimm den mal mit. Aufrücken. Einen haben wir ja jetzt immerhin mal, ne? Wie kann ich zu euch euren dienen? Diensten. Super, okay. Ja, der greift den Typen an. Greift gar nicht die Stadt an. Interessant. Willst du nicht den Filmmodus einschalten, du bist eurer.
erwarten eure Befehle. Die Götter sind mit uns. Wie lauten eure Befehle? Im Zweifelsfall einfach ohne Verluste abhauen. Gucken, ob das Tureos-Speere sind, die sich da gerade im hohen Gras verstecken. Nee, sind sie nicht. Kudos! Ja, brace yourself. Komm jetzt schnell routen. Wollen wir einmal stürmen? Ja, komm. Raus. So, was haben wir noch? 41 Levis und 120 Philites. Und da nochmal Levis. Ja, machen wir ein bisschen schneller. Sehr müde sind sie. Vor Liebe, wie Dido unter dem Zauber der Venus. Schnell hier lang, bevor er sich ausgerichtet hat. Junge! Du bist nicht schneller als so eine Einheit italienische Speerkämpfer. Philites attackieren, aber schnell jetzt. Baal-Hamun hat uns gesegnet. Zu euren Diensten. Die Götter sind mit uns. Mein Herr. Wir erwarten eure Befehle. Treue Söhne Karthago. Lada? 79, okay. Unsere Pferde werden sie niederreiten wie Gras, yo. Jetzt wird sich zeigen, wer schneller wieder Puste hat. Die Soldaten, die hier in voller Rüstung marschieren, oder unsere Kavallerie?
Lassen wir ihn mal ein bisschen. Muss den General anders positionieren. Ich will ihm zumindest die Fernkämpfer wegmachen, weil gegen die kämpfe ich nicht so gerne. Ich kämpfe lieber gegen Astadi und Princeps. Aber ja, also die Fernkämpfer von ihm sind einfach zu stark. Begeistert. Dazu? Nee, ne, nicht wirklich. Oh, das war's jetzt hier. Oh, wow, 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 wow. Die Philites, ne? Die tun Aua machen tun. Ne, kommst du nicht durch. Verteidigt er zu gut, ne? Zwei Einheiten kann er auch deutlich besser verteidigen als nur eine. Wir können ja nochmal so tun, als würden wir hier unten einfach... Uah, vielleicht doch nicht, ne? Ne, vielleicht können wir doch nicht so tun. Ne. Ne, 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 das lassen wir dann mal. Aber immerhin, also wir haben immerhin ganz gut was beschädigt, ja. Zwei Einheiten Levis aufgerieben, ein Kaff. Ah, viel Spaß mit dem Elendsviertel. Rückzug, Männer! Römer. Rückzug, Männer! Fall zurück! Aufstand in der Hauptstadt. Minus 10 Loyalität für 5 Runden. Jojo. Klar. Mein Herr. Siehste, er kriegt jetzt Verschleiß. Jetzt darfst du hier... Guck mal, das Elendsviertel hat er abgerissen. Er hat noch minus 6 Nahrung immerhin. Gepriesen sei Valhamon. Was ist das für eine Triaria Igit? Okay, gut, nee, das schaffen wir nicht so gut. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Fresh Troops. Gidinis ist noch ein General. Hanno ist noch ein General. Bogut und Tadden. Nee, Bogut brauchen wir wieder. Oder warte mal kurz. Die Garnison in Syrakus ist immer noch mäßig, ne? Wo ist der Bogut da? Wie kann an die Arbeit, Männer? Ich erwarte euch. Beeilt geht auf gar keinen Fall rein. Männer. Jetzt lass mal kurz gucken, wenn ich hier... Plündern
Ja, dann lass die einmal plündern, dann kriegen wir diesen Sklavenaufstand. Ich lebe um den mächtigen Karthago. In einer dieser beiden Provinzen. Ich bin euer Verteidiger, mein Herr. Geh mal hier in diese Armee mit dem Elite-Mob. Ich erwarte eure Befehle. Ich lebe, um den mächtigen Karthago zu dienen. Ich lebe, um dem mächtigen Karthago zu dienen. Ja. Was machen wir hier am besten? Gehen wir hin und verheizen den Seitenanführer? Dann bekommt er den. Da, der Giddenis. Ist der gut? Der Nachfolger ist ein Traditionalist. Er ist ein Pazifist, aber es ist vollkommen egal. Die werden sowieso revoltieren. Gepriesen sei! Niemand wird entkommen! Dann hat diese Fraktion jetzt einen neuen Anführer. Glückwunsch zur Beförderung, kann man da nur sagen. Glückwunsch zur Beförderung. Okay. Seid gegrüßt, mein Freund. Ich bin äußerst gespannt auf eure noblen und ehrenwerten Worte. Was schade, dass man die nicht konföderieren kann, ne? Da würden wir echt Kohle machen, aber dann hätten wir noch mehr Krieger an der Backe. Erwarte eure Befehle. Ein nobles Vorhaben benötigt noble Männer. Okay. Rückzug! Lehnen wir ab. Brauchen wir nicht mehr. So, jetzt haben wir keinen Erlass mehr in der Afrika. Na, das ist auch ein schöner Spaß. Nahrung ist nach wie vor bei minus 6. Er muss mit allen Truppen Richtung Norden wieder abhauen, weil er die im Süden nicht halten kann. Das heißt, wir können da eigentlich noch warten. Mit denen ist er im Krieg. Und dann holen wir uns Thapsus. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Das sehen wir dann aber im nächsten Teil. Bis dann, sehe ich erstmal. Macht's gut und Pax Vobiscum Valete.